Da, meine Herrschaften, jetzt ein bisschen was zum Friedhof. Der Zentralfriedhof, der zweitgrößte Friedhof Europas mit 250 Hektar. Der größte ist Hamburg, Hamburg-Ohlsdorf, der hat 391 Hektar. Aber von der Belegung her, von den Berühmtheiten und von der Menge, ist er einzigartig da. Es sind in etwa 330.000 Gräber, ca. 3 Millionen Tote liegen da. Hier die Friedhofskirche, die Kirche zum heiligen Carlo Borromeus. Die Dr. Karl Loeger Gedächtniskirche ist die größte Jugendstilkirche Österreichs, auch die schönste Europas. Von Max Hegele, das war Schüler von Otto Wagner. Ist 1910 fertiggestellt, 1911 eingeweiht, 1910 Bürgermeister Loeger gestorben. Der liegt in der Unterkirche, der ist dann umgebettet worden. Und da drinnen der Flügel, das ist der Udo Jürgens. Das sind 6 Tonnen Marmor, das symbolisiert das Abgedeckte, der Flügel wird nie mehr bespielt. Na, der Kult ist vorbei, wie es geheißen hat, der Tod muss ein Wiener gewesen sein. Der mir wirklich das ganze Leben gearbeitet und gespart auf eine schöne Leiche. Na, Wien hat ganz eine eigene Totenkultur. Das ist schon ganz eine eigene Welt, doch erinnern. Das Mystische.